Meister Fendrick, wo seid ihr? Ich bin hier, Sabet. Jetzt hör zu. In dem Raum vor uns steht ein Altar, darauf ein Artefakt in Form einer Spinne. Nimm es. Wir brauchen es, um an den Shantiri-Kristall zu kommen. Meine Stimme wird dich leiten. Und hab keine Furcht. Ich wache über dich. Zieh an den Hebel. Dann lauf durch das hintere Tor. Siehst du die Bretter rings um die Säule? Sie sehen wild aus. Versuche sie doch zu. Es sieht so aus, als müsstest du dort hoch. Spring an die Kette und klettere an ihr nach oben. Materielle Hindernisse sind für dich in diesem Leben das geringste Problem, Saret. Nun benutze den Zauber, den ich dir beigebracht habe, Saret. Dann wird die Finsternis keine Geheimnisse für dich bergen. Schau, ob du die Truhe öffnen kannst. Man weiß nie, was man findet. Das Seil, kappe das Seil. Denk nach, pass dich an. Gib der Kreatur einen Tritt und dir anwiesen. Vorsichtig, die Untoten sind hartnäckig. Schau sie auf, dann bist du sicher, dass sie nicht wieder aufstehen. Ich gebe mein Bestes, dich zu heilen. Nun wende die Nahkampftechniken an, die ich dir beigebracht habe. Lass mir einen Moment Zeit, damit ich diese Tür öffne. Dunkelwächter? Hier? Es sind Mietschwerter, aber ich kann die intrigante Hand der Nekromanten hinter ihnen spüren. Also sind sie auch hinter dem Shantiri-Kristall her. Tritt ihn über die Kante. Kämpfe ökonomisch, Saret. Hast du wohl geglaubt, du kannst... Hey, du! Stirn! Hier auch. Sieh genau hin und überlege. Wenn du die Bohlen zerstörst und die Bretter herunterfallen, was passiert dann? Wenn er sich immer noch bewegt, durchbohre ihn mit dem Schwert. Versuch nicht zu fliehen! Du kannst deine Fähigkeiten noch eine Weile verbessern. Ich lasse das Auge auf. Und was nun, Meister Fenrik? Das war vorerst alles. Hoffentlich bist du bei der Lösung zukünftiger Aufgaben ähnlich erfolgreich. Das ist nur der erste Schritt von vielen. Jetzt nimm den Kristall. Eine halbe Welt von hier entfernt wirst du eine neue Verbindung für ihn finden. Das war nur der Anfang heute, mein Junge. Lass uns nach Hause gehen. Dann zeige ich dir die nächste Stufe in deiner Unterweisung. Da ist sie, Sabet. Die freie Stadt Steinhelm. Triff uns von Geld und Magie. Liefer den Kristall bei Medigard ab, dann können wir uns auf den Weg machen. Das hoffe ich, ist mal ziemlich langweilig. Wie weit ist es besser? Die hat Fendrick gar nicht erwähnt. Meister Fendrick folgt selten alles, was er weiß. Bei richtig, bleiben Sie sicher. Ich bin der Gesandte von Meister Fendrick und habe eine Nachricht für den Zauberer Menelag. Das heißt dort, Menelag. Habt ihr einen Beweis? Ihr seht diese Herren mit den Grafen. Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Dann lasst mich sehen. Auf besonderen Wunsch von Lord Menelag. Das ist ein Sieg. Willkommen in den Stall. Wir bringen eure Pferde in den Stall. Natürlich. Könnt ihr mir sagen, wo ich Menelag finde? Ihr geht dann auf bis zum... Was ist das? Sie haben einen Zyklon. Dem hast du noch nichts entgegenzusetzen.
ihr da? Ich brauche einen Mann für die Balliste. Folgt mir! Ich wünschte, er würde aufhören, dich so zu nennen. Schieß weiter! Jetzt oder nie, Sarit. Du musst ihn töten! Geschafft! Sie haben Skelette über die Mauer geschossen. Und was geschah dann? Weißt du, was man über die Größe des Eingangstores eines Mannes sagt? Das ihr müsst der Gesandte sein. Seid unser Gast. Bis dann, Gar. In Ordnung. Ich bin im Auftrag Master Fenrix hier, um den Zauberlord Menelak zu sprechen. Ihr müsst Sarit sein. Ich habe mir schon Sorgen um euch gemacht. Wäre noch grundlos. Mein Onkel sagt, ihr hättet heute einen Zyklop zu tun. Oh, Verzeihung. Ich bin Liana, Menelaks Nichte und Schülerin. Nichte? Schülerin? Mein Onkel wird so erfreut sein, euch zu sehen. Aber ihr werdet euch vor dem Abendessen frisch machen wollen. Bitte folgt mir. Mit Freuden? Ich meine, ja, ausgezeichnet. Warum? Bitte öffnet das Fenster. Ja, mein Fest soll im Leben kommen. Willkommen im Haus. Komm mit. Warte dich. Ich sehe nach, ob es dem Meister gut geht. Versteckt euch! Hab ich da ein... Hey! Was war das? Da etwas versucht, nicht zu fliehen! Wir haben... Endlich drin. Gut gemacht. Was war das? Sehen wir mal, was hier los ist. Das ist besser, als Karawanen auszurauben. Was war das? Hier ist gut plündern. Versuch nicht zu fliehen. Rühr dich nicht, Kumpel. Was war? Hey, du! Du wirst es nicht schaffen! Hier wird ein kühles Lüftchen. Bleib sofort! Dann sollten wir vielleicht das Dach überqueren, anstatt mein Lieber. Menelak ist entbehrlich, der Kristall nicht. Wie meinst du das? Der Kristall war für Menelak. Menelak ist nützlich, mehr nicht. Wichtig ist nur, den Kristall in den Tempel zu schaffen und dich mit ihm. Was war das? Versuch nicht zu fliehen! Thank you.
Er ist weg. Nicht, wenn du ihm über die Dächer folgst. Schnell. Da ist er. Ich sehe ihn. Er wird nicht entkommen. Spring. Du kannst es schaffen. Bei den Augen der Drachen. Was war's? Vielleicht hat das Vieh. Wir haben keine Zeit. Wir müssen da durch. Vorsicht, diese Schippen. Du darfst jetzt nicht zögern. Spring! Ich habe gehört, der Überfall. Rühr dich nicht, Kumpel. Geh weiter und lass sie geschlossen. Ich habe den Schlüssel. Stirb! Zeig, was du. Vorsichtig. Wenn du zu Tode kommst, wird dein Vater äußerst verärgert sein. Du kennst meinen Vater? Oh ja, ich habe ihn kennengelernt. Ja, das ist Arantia. Sei leise. Er ist mächtiger als alles, was du bisher gesehen hast. Sieh mal da, sieh doch. Er öffnet ein Portal zwischen dem Bau der Nekromanten und dem Tunnel hier. Das braucht man besondere Kräfte. Menelak. Menelak. Eure Fiebe gehört mit dem Grafen scheint im Laufe der Zeit. Was ist hier los? Lass uns raus! Eine unverschlossene Zelle. Jemand war zu sorglos. Ich freue mich schon auf die Erklärungsversuche. Du. Kümmere dich um diese Kreatur. Ich habe keine Zeit dafür. Das ist meine Chance. Nimm den Kristall. Perfekt. Jetzt lass uns hier verschwinden, bevor uns jemand bemerkt. Das war eine wunderbare Vorstellung, mein Lieber. Jetzt lass uns zu dieser Liana gehen. Sie haben die Ausgänge verschlossen. Such den Fluss, das ist der einzige Weg. Ganz ruhig. Was ist passiert? Xana, was ist hier los? Wer? Was bist du wirklich? Der Traum war nur der Fluch eines Nekromanten. Glaub nichts davon, mein Lieber. Ich bin eine Freundin, eine Verbündete und könnte sogar noch mehr sein. Richard, sag einfach nein, um ihre Reaktion zu sehen. Ja, ich habe ihn dabei. Wunderbar. Abgesehen davon, dass die Nekromanten unsere Schiffe haben. Wir können nicht zur Insel. Wenn das nur mein Onkel hier wäre. Sarah, könnt ihr das tun? An Bord gehen und das Fallrecht runterlassen. Dann könnten meine Männer sehen und wir würden es von Arantia wieder zurückstehen. Ich verwahre ihn. Haltet euch bereit, wenn das Fallrecht runterkommt. Ich rücke mich doch eben aus dem Weg. Oh, so entschieden. Versuchst du jemanden zu beeindrucken? Anscheinend findet sich Minilaks Vorliebe für Luxus auch auf seinem Schiff wieder. Vorsicht, wir haben Wachen aufgestellt. Unser Schiff ist mit Ballisten bewaffnet. Was war das? Oh.
Sei vorsichtig mit dieser Leiche, Saret. Ich könnte mir durchaus weitere Verwendungszwecke dafür vorstellen. Vorsicht, hier ist es zu eng für einen Kampf. Immer noch drei Glas wach. Hör auf zu nörgeln, Dad. Endlich, wir haben ihn nach rechts. Es ist nicht sehr nett, die Sachen anderer Leute durchzuwühlen. Wir sind vom gleichen Schlag, nicht wahr? Die Zeichen waren seit 20 Jahren eindeutig. Möge die Seele von Asher mir die Schädel aufbauen. Eine merkwürdige Fracht haben sie in diesen Kisten. Habe ich da etwas noch nicht? Du! Habe ich da etwas? Müsste frei sein. Deine hübsche kleine Freundin kann an Bord kommen, ohne sich in ein hübsches kleines Nadelkissen zu verwandeln. Ihr seid erstaunlich, Sarah. Ich befreie die Mannschaft und mache das Schiff sichtbar. Haltet es unbedingt auf die Karte. Sie kommen nicht dran vorbei. Jetzt willst du von dem anderen Hübschen nicht angeben, oder? Es sieht so aus, als hätte die Kommando Verstärkung bekommen. Hey, sie können sich mal einzeln angreifen. Endlich mal das Sinnvolles von ihr. Wir sind da soweit. Einen Augenblick noch. Sie hat gleich reden. Ich weiß das schon lange. Darum kümmert euch um die Mannschaft. Saret und ich schießen den Anker. Zu Befehl, Milady. Saret, würdet ihr mich begleiten? Es ist so wichtig. Puh, das gehört nicht zu meinen Stärken. Saret, als mein Onkel starb, dachte ich, alles sei verloren. Aber irgendwie habt ihr den Kristall zurückerobert. Das Schiff, ihr habt uns alle gerettet. Ihr habt mich gerettet. Das ist ja widerlich, wenn es vorbei ist. Ich wollte mich noch einmal bei euch bedanken und euch sagen, dass ihr mir inzwischen sehr viel bedeutet. Sie gesetzt, Milady. Oh, ja, dann nehmen wir Abtreibung. Ich kann das Schiff endlich ablegen. Diese Kajüte könnte etwas frischen Wind gebrauchen, um die heiße Luft abzukühlen. Das ist also die Tempelinsel. Ja, Saret. Unser Lager war auf der anderen Seite.
Wir haben Glück. Die Insel ist voll von feindlichen Orkkriegern und Goblins. Der Tempel ist mit ihren Tunneln durchzogen. Leider ist der Hass gerechtfertigt. Zauberer haben die Orks im Krieg des Blutmondes erschaffen, indem sie Dämonenblut und menschliches Fleisch vereinigt haben. Sie werden unsere Anwesenheit nicht begrüßen. Am Strand scheinen keine Orks zu sein, Milady. Wir können ihnen hoffentlich aus dem Weg gehen, obwohl sie den Tempel schützen. Los, vorwärts! Allein. Hier muss es einen Schalter oder so etwas geben. Ekelhafte kleine Biester. Doch noch hungrig. Er wird den Boden nicht mehr brauchen. Geh und nimm ihn. Ich bin sicher, er wird uns von Nutzen sein. Umhang für Festival. Shogun machen neue Weste. Neue Weste? Drachen seien gepriesen. Halt mir! Orks haben den Tempel besetzt und wir sind zu wenige für sie. Seitdem halte ich mich versteckt. Ich bin froh, dass ihr es im Gegensatz zu vielen euren Menschen. Er hat schon in Steinheim zweimal unsere Mission gerettet. Dann bin ich doppelt froh, dass er hier ist. Ein guter Schwertarm ist uns immer willkommen. Er ist sehr gut, danke. Müssen wir nicht einen Schädel suchen, mein Lieber? Genug geschätzt. Arendt wird uns nicht auf den Fersen sein. Es gibt genug andere Schiffe in Steinheim. Danke, ihr verteidigt das Schiff. Sarah und ich werden den Schädel suchen. Vielleicht müssen wir die Insel schnell verlassen, wenn wir zurückkommen. Wir wird. Silas Segen möge euch begleiten.
Zum Altarraum geht es hier entlang. Wir sollten uns beeilen. Ich mache mir Sorgen wegen Arant hier. Ich habe kein gutes Gefühl. Und mit wir meint sie eigentlich ihr. Nicht sonderlich ehrlich, oder? Auf Rettungsmetall für Schwerter. Rosten schnell, wie in salzige Luft. Da wären wir. Großartig, oder? So kann man es auch nennen. Auch gesagt, der Schädel der Schatten wäre der Rückseite des Tor. Wenn die Gesellschaft des Herbens bringt, kann ich es öffnen. Aber es ist eine Zeit, warum hier das viele Mannschaft hier vorgeschlagen. Dieser Kampf wird sogar mal etwas interessant aktiviert. Ich werde damit Zeit für die Störung benötigen. Beeilt euch, ich möchte nicht zu lange hier sein. Werdet ihr hier sicher sein? Ich wäre sicherer bei euch, aber ich muss den Zauber vorbereiten. Beeilt euch. Oh, hat das kleine Fräulein Zauberin Angst im Dunkeln? Ich lasse sie nicht gerne hier allein, wo Orks in der Nähe sind und Arant hier. Ich muss sie hineinschauen. Du bist ja so zuvorkommend. Wie reizend. Eine Goblin-Plage. Was bist du für ein schrecklicher Gast? Gerade 5 Minuten hier und schon liegt alles in Trümmern. Vergiss nicht, wir müssen möglicherweise diesen Paukai töten. Weiß Urgashweh. Den hatte ich ganz vergessen. Wir werden uns darum kümmern, wenn es soweit ist. Jemand ist darauf gedacht, dass ich mich nicht langweile. Was nun? Es tut mir leid. Ich war da, aber diese verdammten Goblins kontrollieren jetzt das Fallgatter. Es gibt einen anderen Weg. Ein wenig schwieriger. Was ist das? Der Paukai, er ist zurück! Brillant. Weißt du, ich an ihrer Stelle hätte mich erkenntliche Zeit angemessen. Es musste eigentlich einen Weg hindurch. Behalte die Mauern im Auge, Sareth. Die Spinnen können überall auftauchen. Vergiss den netten Bogen nicht, den du eben gefunden hast. Ah!
nicht. Ich kann jetzt nicht darüber sprechen. Bitte zuhören. Du brauchst den Schädel aus einem anderen Grund, als du denkst. Vergiss, Leana. Wenn wir in Sicherheit sind, erzähle ich dir alles. Lieber, es sind Achte auf den Rand, ein Sturz wäre fatal. Geräusch, guck. Steh oder schreck! Vollwesen! Alter, werden sterben! Augenblick, Saret. Sehen wir uns erst um. Er klemmt. Wir müssen ihn reparieren. Die Treppe zu nehmen, würde dir auch nicht schaden. Vielleicht können wir das auf dem Weg nach oben reparieren. Was da? Fremd auf! Na! Was da? Au! Hier riecht es nach verwestem Fleisch. Es einen Kampf gegeben. Aber zwischen... Also, hier hat Minilaks Expedition sich zum letzten Gefecht gestellt. Ich wette, sie haben die Aufzüge gesperrt, um die Orks abzuhalten. Das ist noch gut in Schuss. Glaubst du, die Orks halten das hier in Stand? Orks sind nicht dumm. Versuch es. Was das? Panda!
Ich wünschte, sie hätten noch andere Dekorationen außer Spinnen. Warum überhaupt ein Spinnen? Das ist ein anderer Aspekt, Asher. Das Drachen ist sehr ordentlich. Ehrlich gesagt, eine sehr wörtliche Interpretation. Der bringt uns zur Kristallkammer. Sobald du den Chantiere-Kristall wieder an seinen Platz legst, gehört der Schädel uns und wird ihn ganz abschauen. Fenrir, was kommt von deiner Leistung? Ja, das war. Diese sieben Drachen. Alle geschickte Hände aus 1000 Jahre Zeit. Ich nehme an, Sie haben es übernommen. Sie sind nach den Kriegen des Blutes auf die Insel gekommen und Ihr Schamane hat wohl die Macht des Tempels gespürt. Noch mehr Spinnen. Eklige Dinger. Kein Wunder. Er ist großartig. Aber auch tot. Erwecke ihn wieder zum Leben, dann können wir weiter. Es funktioniert. Ich kann die Kraft spüren. Das kann ich nicht warten lassen. Wir essen uns so schnell, desto besser. Morgasch, liebe Willen, Saret, kümmere dich nicht um die anderen. Töte einfach nur den Lauten. Spinnenartefakt sieht wie ein Schlüssel aus. Mal sehen, wo wir ihn binden. Wunderbar. Nun lass uns tun, wozu wir gekommen sind. Weißt du, Sarit, wenn alles andere gut läuft, wirst du bald deinen Vater sehen. Wir? Wie meinst du das? Es ist schwer zu erklären, aber ich bin sicher, er wird miterleben wollen, wie sein großartiger junger Sohn den Schädel der Schatten in Besitz nimmt. Das hört sich eigenartig an. Ist er eine Art Zauberer? Ich glaube, das kann man so sagen, obwohl ich nicht sicher bin, ob er gerne so von sich reden hört. Mein Vater, ich bin ihm nie begegnet. Warum ist er so wichtig? Er ist eine sehr mächtige, sehr starke Person. Wie jede mächtige Person hat er mächtige Feinde. Was bedeutet das? Wen? Naja, zum einen den sieben Drachen. Der Tempel fließt über vor Energie. Ich fühle mich, als könnte ich einen Berg anheben. Versuch lieber, ein Tor anzuheben. Lasst uns den Schädel holen und verschwinden, bevor Arantir... Bevor Arantir seine verkohlte Nase hier reinsteckt. Ihr geht voran und schaut, ob es ungefährlich ist. Die Spinnenstatue. Wir müssen näher heran. Es gibt bestimmt eine Inschrift. Irgendwas. Das Auge der Maid, ein Saphir. Ich spüre ihn in der Nähe.
fühle mich damit unwohl. Es ist unangenehm, es zu halten. Das sind böse, gefährliche Waffen, Saret. Der Drachenritter. Sie waren heilige Fanatiker, die im Bunde mit dem siebten Drachen versucht haben, deinen Vater zu ermorden. Ganz schlechtes Gefühl dabei. Rubin spüren. Das Herz der Matrone. Dir keine Gedanken, Saret. Du kannst springen, wenn du im Wasser landest. Siehst du die Inschrift? Es müssen die Edelsteine sein. Vier Edelsteine hätten das. Orgasch weiß, wo das Gesindel sie in diesen Gruften versteckt hat. Spürst du, wie er dich ruft? Der letzte Edelstein, Saret. Er schweißt uns zusammen. Kannst du mich in deinem Blut spüren wie Feuer? Oh ja, mein Prinz. Wir werden zusammen sein. Für immer. Und der Weg des lebendigen Geweides.
Schädel schaffen, wie es prophezeit wurde. Solltest du dich als unwürdig erweisen, wisse, dass er dich verzehren wird. Ein Ereignis, das ich gewiss genießen werde. Auf, mein Liebster, mein Prinz, mein Messias, und erhebe dich! Zaret, mein Liebster, kannst du mich hören? Was ist passiert? Arantia hat dich getötet. Ich habe die Energie des Schädels benutzt, um dich wieder zu beleben. Ich fühle mich verändert. Das überrascht mich nicht. Wir sind noch enger verschmolzen und du kannst über einige meiner Kräfte gebieten. Wo ist Arantia? Verschwunden mit dem Schädel. Wir müssen uns beeilen, wenn wir ihn aufhalten wollen. Aufhalten? Ich werde ihn töten. Die Orks haben unsere Ausrüstung. Sie hielten dich für tot. Mensch! Zeigen wir ihnen, dass sie einen kleinen Fehler gemacht haben. Etwas macht Geräusch! Ich fühle mich so schwach. Ja, meine Kräfte sollen dir gehören, aber sie haben ihren Preis. Du musst vorsichtig sein, wenn du sie benutzt, mein Prinz. Andere werden dir misstrauen. Sie verstehen das nicht. Ich... Leuchtet mir ein. Aber es hat sich gut angefühlt, oder? Ja. Ohne das bin ich mir nackt vorgekommen. Sich nackt vorzukommen, daran ist nichts falsch, mein Lieber. Aratrop tot! Tempelgeschände! Halter, stirb! Nicht weitergehen! Was tut man davon, wenn man Orks befiehlt, einen Schrein zu bewachen? Jeder Aspekt Aschers müsste klüger sein. Zyklop in Gefangenschaft. Ich bin beeindruckt. Wahrscheinlich bewacht er den Ausgang. Wundervoll, einen Zyklopen zu töten. Diese Macht. Mein wundervoller Sarit. Du bist ein würdiger Erbe deines Vaters. Und auch ein würdiger Nachfolger. Ich hab genug von orkischen Tunneln, du nicht auch? Vorwärts. Ich frage mich, ob wir irgendwie da hinaufklettern können. Endlich! Wir sind diese Orks los. Und kein Moment zu früh. Wir müssen etwas gegen diesen Ort hier unternehmen, sobald du die Macht hast. Lass uns erst hier verschwinden. Natürlich, mein Prinz. Okay.
ehrenloses Gesindel. Alles, was sie... Atemberaubend, nicht wahr? Und sobald du den Schädel wieder und deinen Vater befreit hast, gehört alles dir. Vielleicht sogar ohne deinen Vater. Eine unmögliche Aufgabe nach der anderen. Er, mein Prinz. Ich werde mich nicht nach diesem Tempel zurücksehnen. Saret, was du auch tust, zeig dich nie in deiner neuen Gestalt. Sie werden uns niemals zurück nach Steinhelm bringen. Saret, beeilt euch! Ins Ruderboot, damit wir zum Schiff rausfahren können! Duncan, ist das Schiff sicher? Ila sei gepriesen, ihr seid wieder da. Wo ist Leana? Willst du dem netten Menschen die Wahrheit sagen, Liebster? Ich glaube nicht. Es tut mir leid, sie ist tot. Arantir hat sie getötet. Dann sind wir verloren. Wir sollten das Schiff nehmen und fliehen. Vielleicht zu den Silberstädten. Nein, habt ihr Arantir gesehen? Er hat den Anker gerichtet und die Insel verlassen. Verdammt, wann? Vor Stunden, wir haben nicht daran gehindert, weil wir auf euch in den Schädel gewartet haben. Weich hier aufs Portal! Arantir hat ihn, richtig? Ja, er hat den Schädel. Ich kehre nach Steinhelm zurück zu den Nekromantenhöhlen unter der Stadt. Und wenn ich dort bin, werde ich Arantir finden und töten. My Lord, wir werden euch folgen. Und so beginnst du mit dem Aufbau deiner Armee. Dieser Ort riecht vertraut, aber sie haben eine Menge verändert seit unserem letzten Besuch. Das lässt nichts... Das ist das Tor zwischen hier und Herrisch, dem Tal des Staubes, der Heimat der Nekromanten. Und wir gehen gleich hindurch. Sie haben... Hey, du! Versuch nicht zu fliehen! Schirm! Rühr dich nicht, du bist ein Toter.
Was war das? Du wirst es nicht schaffen! Oh! Du, da habe ich da etwas für ein Vorher vor. Schlüssel. Sie haben ihre schlechten Angewohnheiten von den Zauberern gelernt. Ist das hier eine Met? Sie lebt. Hilfe! Ich höre menschliche Stimmen. Meine Zeit. Leana, nein! Ich
nicht gesehen. Ich war... Wo würde Arant hier sein Tagebuch aufbewahren? Wo könnten wir seine persönlichen Besitztümer finden? Schon wieder? Das muss sein Zimmer sein. Wo ist also sein Tagebuch? Wie? Er will Zehntausende, Hunderttausende ermorden? Wahnsinniger, ich werde nicht zulassen, dass du diese Stadt zerstörst. Hier. Nur mehr Gebiet zu erobern, mehr nicht. Das also gemeint. Was war das? Arme Leana. Wahrscheinlich ist es besser so. Sie hätte es nicht verkraftet, deine wahre Macht zu sehen. Obwohl der Anblick ihrer Miene dabei es beinahe wert wäre, ihr das Leben gerettet zu haben. Du hast recht. Jetzt zählt nur noch der Schädel. Diese Weisheit. Zusammen werden wir es weit bringen, mein Liebster. Vielleicht sogar bei meines alten Lebenskünstler. Endlich! Ich hatte schon befürchtet, die Nekromanten hätten euch erledigt. Sie sitzen der Stadt schwer zu. Wisst ihr einen Weg durch die Stadt zur Nekropolis? Ich nicht, aber mein Vetter Percy, er kennt jeden Fingerbreit von den Tunneln und Kanälen unter der Stadt. Ich habe ihm von euch erzählt, falls mir etwas zustoßen sollte. Brennt die Stadt! Oh. Percy, könnt ihr mich zur Nekropolis führen? Gewiss, durch die Aquädukte. Früher habe ich dort gearbeitet. Es gibt einen Weg durch die Flugventile. Wie kommen wir dorthin? Wie? Sag es mir rasch. Mach schon. So, ungestüm. Der Weg wird von einem Zyklopen versperrt. An dem kommt keiner vorbei. Bringt mich zur Kontrollstation für die Ventile, dann kann ich euch reinbringen. Aber im Augenblick treibt sich ein untoter Zyklop draußen herum. Ich gehe da nicht her, bevor er nicht weg ist, wenn ihr keinen anderen Weg findet. Ich kümmere mich um ihn. Schade, deine Kraft für Arant hier.
ein Schwert, ich kann kämpfen. Du wirst noch früh genug die Gelegenheit bekommen, deine Tapferkeit zu beweisen. Und wenn du wartest, bis ich dich geheilt habe, überlebst du dann. Das scheint es zu sein. Beeil dich! Arantir ist vielleicht schon drin. Welche Tür öffnet sie? Um sie in einem Licht zu verwandeln, das arme Mädchen war der geborene Spielball. Zuerst für Menelak, jetzt für Arantir. Was ihr mir genommen habt, Zaret, Dämonenblut, werde ich jetzt euch nehmen. Euer Leben und die Seele jenes geifernden Tiers, das ihr in eurem Kopf nisten lasst. Vielleicht sehen wir uns wieder, vereint unter dem Willen von Meister Arantir. Die letzte Hürde, mein Prinz. Gemeinsam werden wir uns Arantir und den Schädel holen. Großen Abgrund!
Istvan, er war ein sehr ungezogener Junge. Ich hatte Hochachtung vor ihm. Zweifellos war seine Bestrafung mehr als verdient. Garantieren.
er, mein Meister, mein Liebster. Der Schädel, der Schatten, er ruft dich, ruft uns. Heb ihn auf! Wir sind jetzt stärker, mächtiger. Arantiers Todesmagie kann uns nichts mehr anhaben. Gemeinsam sind wir unsterblich. Arantir, es ist vorbei. Gebt mir den Schädel oder ich hole ihn mir von eurem Leichnam. Ruhe, Junge. Ihr habt ja keine Ahnung, was hier auf dem Spiel steht. Wir verstehen das ganz gut, mein Lieber. Was auf dem Spiel steht, ist unsere Zukunft. Ein paar Leben für eine ganze Welt. Eigentlich ein sehr guter Tausch. Macht euren Frieden mit Seid ihr nach unserer letzten Unterhaltung beträchtlich erwachsener geworden? Aber da sie euch hilft, ist es nur gerecht, wenn ich auch einen Gefährten herbeirufe. So ist es also gekommen. Meine Jahrhunderte der Liebe, zwei Lebensgefährten als den Menschen, die wir kriegen. Versucht uns zu begreifen, Dämonen. Magier oder Nekromant, Leben oder Tod. Mich geschlagen und die Welt getötet. Sterbt glücklich, Arantir. Ashan wird in sehr guten Händen sein. Ein Jahrtausend wird die Festung stehen. Geistermauern gehüllt in Wände aus Feuer. Und gehörnte Lords neigen den Kopf vor einem, gezeugt vom schlimmsten Ungeheuer. Ein Jahrhundert voll Blut und Hader. Der Mond sich verfinstert am Himmel droben. Der Ruheplatz schließlich gefunden wird vom Siebten, der sich so hoch erhoben. Zaret, Xana, ich häute euch lebendig und raube eure Seele. Lauf! Lauf, mein Liebster! Bring uns weg von hier! Ah! Genug! Ich folge nicht deinem Weg, Vater. Ich suche meinen eigenen und der Schädel wird ihn mir weisen. Verräter deines Blutes! Ich räche mich dafür an euch beiden! Denkt daran, ich bin alt und geduldig! Eines Tages bin ich frei und ich werde dir zeigen, was Qual bedeutet. Aus Gier oder Furcht wird er entscheiden. Der Angekettete bleibt gefangen. Die Kraft der Reliquie ungenutzt und Ashans Schicksal noch im Schwange.